Tag Leute, hier ist mal wieder Amaris und heute mit einem neuen kommentierten Gameplay-Video. Wir spielen heute mal Herrschaft auf der Map Arkaden und heute gibt es mal wieder ein Sniper-Gameplay, das krasseste Gameplay, was ich jemals erspielt habe. Das ist der krasse Score in MW3, den ich jemals hatte. Danach mit einer Sniper ist schon echt hohes Entertainment, um echt zu sein. Und es passt zum heutigen Thema, denn heute gibt es die krasseste Schulstory aller Zeiten. Ich habe mir das Gameplay extra aufgehoben, um es mit dieser Story zu verknüpfen. Und um ehrlich zu sein, es ist wirklich das Highlight meiner gesamten Schullaufbahn. Ich hoffe, es gefällt euch genauso sehr, wie es mir zu dem Zeitpunkt gefallen hat. Ich lache jetzt eigentlich immer noch drüber, wenn ich darüber nachdenke. Und ich denke, ohne weiter Zeit zu verschwenden, fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar waren wir damals noch sehr, sehr jung, würde ich mal sagen. Ich denke mal, es war so 8. Klasse, erinnere ich mich, glaube ich. Und wir hatten damals einen Geschichtslehrer, der uns einfach nicht unter Kontrolle hatte. Er hatte einen Doktortitel, was seinen Unterrichtsmethoden aber nicht wirklich entsprach. Das heißt, er hat immer sehr, sehr komische Unterrichtsmethoden gehabt. Keiner hat wirklich aufgepasst. Er hat irgendwie gewürfelt und Schüler an die Tafel geholt. Jedoch waren die Schüler, die nicht aufgepasst haben, auch irgendwie nie an der Tafel. Ich glaube, er hat schon mit Absicht gemacht, weil er wusste, dass wir eh nichts wissen. Hat er uns einfach auch nicht rangeholt an die Tafel, sondern immer nur die guten Schüler, damit sie auch gute Noten kriegen. Der Rest durfte halt hinten in den Reihen verblöden. Und so war auch eigentlich die Sitzverteilung im Unterricht. Vorne saßen die guten Schüler, beziehungsweise die Streber, ich will sie jetzt nicht so nennen, aber es waren schon echt die Leute, die aufgepasst haben, mitgeschrieben haben und nicht wie die anderen einfach unaufmerksam rumgequatscht haben und andere Sachen gemacht haben. Dahinter kamen so die Leute, die einfach nur sich unterhalten haben miteinander, die auch dem Unterricht nicht gefolgt haben. Und in der letzten Reihe war dann die PSP-Reihe. Dort haben die Schüler, beziehungsweise wir, immer PSP gespielt in seinem Unterricht, da er einfach nichts dagegen gemacht hat. Und es war auch der einzige Unterricht, in dem wir das irgendwie geschafft haben, weil ihm war es völlig egal. Er hat einfach nur mit den Schülern vorne gearbeitet, der Rest war ihm einfach egal. Und es war für ihn nur der unaufmerksame Haufen, den er nicht unterrichten brauchte sozusagen. Ja, ich, wie gesagt, war auch manchmal in der PSP-Reihe, aber öfter eher in der Unterhaltungsreihe, die sich miteinander unterhalten haben. Also ich habe auch nie aufgepasst in dem Unterricht, weil es mir wirklich egal war. Und der Lehrer, wenn Leute nicht aufgepasst haben, wenn er gemerkt hat, dass die Klasse zu unruhig wurde, fing er an, ein Diktat aufzusagen. Aus seinem Kopf hatte er einfach irgendwelche Diktate am Start, die er dann einfach aufgesagt hatte, wir sollten mitschreiben. Und nächste Stunde gab es darüber dann einen Test. Wer nicht mitgeschrieben hat, hat halt Pech gehabt, der konnte halt nicht für den Test lernen. Und ich habe eigentlich nie mitgeschrieben, deshalb hatte ich auch am Ende des Schuljahres eine schlechte Note, aber das habe ich in Kauf genommen, weil mir der Unterricht wirklich so egal war. Geschichte hat mich sowieso nie wirklich interessiert und von daher kamen da eins und eins zusammen und ich konnte nicht im Unterricht aufpassen, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. So, ja, dann ging es natürlich immer so hin und her. Die Schüler haben ihn geärgert, er hat uns geärgert durch die Diktate und so ging das halt immer hin und her. Und irgendwann kam es dann zu dieser einen Situation. Denn der Lehrer hatte bloß zwei Regeln, und zwar kommt in meinen Unterricht pünktlich, beziehungsweise seid anwesend, und ihr dürft nicht essen und trinken, während ich euch irgendwas erzähle. Wenn ich sage, ihr habt jetzt Pause, ihr dürft jetzt was essen und trinken, mitten im Unterricht kann er das auch machen, dann dürft ihr essen und trinken, aber ihr dürft nicht, während er erzählt, essen und trinken. Ich weiß nicht, was er für Komplexe hatte, warum wir das nicht machen durften, aber es war einfach seine Regel. Eigentlich haben sich alle daran gehalten, bloß natürlich der eine Störenfried wieder nicht, der den Lehrer reizen musste. Und damit beginnt auch diese Schulstory eigentlich, denn der Lehrer hatte gesehen, dass der Schüler einfach was getrunken hat, während er mit seiner Nachbarin gequatscht hatte. Das heißt, er hat mal wieder nicht aufgepasst und er hat was getrunken, während er vorne erzählt hat. Das heißt, der Lehrer ging natürlich zu dem Schüler an seinen Tisch, die Flasche stand auf seinem Tisch und er meinte ihn, dass er doch die Flasche bitte wegpacken soll und dass in seinem Unterricht nicht getrunken wurde. Alle wurden aufmerksam und haben geguckt, was der Lehrer jetzt da macht, warum er jetzt da steht, was jetzt passiert ist. Und der Schüler sagte einfach, nein, ich packe die Flasche nicht weg. Dann fing der Lehrer an, langsam etwas sauer zu werden und wurde schon etwas lauter. Sein Tonfall wurde halt ein bisschen härter und er meinte halt, pack die Flasche in den Rucksack. Ich werde es jetzt auch nicht bis zum Ende nachmachen, aber so ging es die ganze Zeit weiter. Der Schüler sagte, nein, ich pack's nicht in meinen Rucksack. Auch immer aggressiver. Der Lehrer schrie ihn irgendwann richtig an, pack die Flasche in den Rucksack. Der Schüler sagte einfach die ganze Zeit nein, vehement war er einfach dagegen und wollte den Lehrer einfach nur reizen, wollte die Klasse sozusagen entertainen und wollte mit seinem Klassenclown-Gehabe halt der Coolste sein. Und der Lehrer schrie ihn weiter an, sein Kopf wurde richtig rot, um ehrlich zu sein, sein Kopf wurde wie eine Tomate und er schrie den Schüler an, er soll jetzt die Flasche in den Rucksack packen. Der Schüler sagte, nein, ich pack's nicht in den Rucksack. Also, was hat der Lehrer gemacht? Er hat sich die Flasche geschnappt, lief zum Mülleimer, die volle Flasche, wirft sie gegen den Mülleimer, verkackt also den Mülleimer zu treffen und die gesamte Klasse fängt an zu lachen.
wirklich die gesamte Klasse, selbst die erste Reihe mit den guten Schülern, hat ihn ausgelacht, dass er den Mülleimer nicht richtig getroffen hat. Er hat einfach nur die Oberkante getroffen und die Flasche flog wieder ein bisschen hoch zurück, sodass sie nicht im Mülleimer landete, so wie er es wollte. Und die gesamte Klasse hat ihn ausgelacht. Das war wirklich das Highlight meiner Schullaufbahn. Es war wirklich so krass, es war so eine Atmosphäre auf einmal drin. Alle haben ihn ausgelacht, es war einfach zu krass. Und er wusste einfach nicht mehr, was er machen soll. Die Klasse war vollkommen außer Kontrolle. Er konnte einfach nichts mehr gegen uns machen. Hätte er jetzt irgendwie Unterricht weitergemacht, keiner hätte zugehört. Alle hätten ihn ausgelacht. Hätte er jetzt irgendwie rumgeschrien, alle hätten ihn ausgelacht. Was wollte er machen? Wir waren einfach 30 oder so. Und er war halt alleine und hat halt so eine Scheiße fabriziert. Was soll er machen? Er hatte keine Chance. Also was macht er? Er geht einfach raus. Mit seinem blutroten Kopf. Wir wissen nicht, ob er geweint hat oder ob er einfach rausgegangen ist und zum Rektor gegangen ist. Wir wissen es nicht, wir wissen nur, dass wir ihn die ganze Zeit ausgelacht haben. Als er raus war, waren alle auf einmal leise, haben miteinander geredet, was jetzt passiert ist, haben immer noch gelacht. Und der Lehrer kam am Ende der Stunde wieder und sagte, dass der Unterricht vorbei ist und dass wir jetzt gehen sollten. Die nächsten Stunden waren noch etwas komisch, aber irgendwann haben wir uns auch wieder eingekriegt. Und die nächsten Tage dann darauf, die folgenden Stunden, die waren dann eigentlich wieder ganz normal mit seinem Unterrichtsgetue da, mit seinen Diktaten und Würfeln und wir haben wieder nicht aufgepasst und so. War eigentlich wieder die Normalität, aber das hat wirklich niemand vergessen, der mit dabei war, diese krasse Geschichte. Und um die Geschichte noch krasser zu machen, was am Ende des Jahres passiert ist, der Lehrer hat dann einfach die Schule gewechselt. Wir wissen nicht, ob es jetzt wegen dieser einen Situation war, ob es jetzt unsere Klasse war, die ihn die ganzen Jahre terrorisiert hat. Oder ob es halt irgendwas anderes war, irgendein Familiengrund, das wissen wir nicht. Wir wissen bloß, dass der Lehrer sozusagen die Schule verlassen hat, unsere Klasse einfach sozusagen nicht mal verabschiedet hat, weil er einfach gesagt hat, ja, was wollen Sie denn von mir? Sie haben mich die ganze Zeit eigentlich nur gemobbt und jetzt sozusagen wollen Sie noch eine Verabschiedung, das können Sie sich sparen. Sozusagen ist er einfach reingehauen, hat uns nicht mal irgendwie Bescheid gesagt, sondern ist dann einfach weggegangen. Wir fanden diese Geschichte sehr, sehr witzig, wir haben darüber sehr, sehr krass gelacht. Der Lehrer hatte, glaube ich, den schlimmsten Tag seines Lebens, um ehrlich zu sein. Und das war, um ehrlich zu sein, die krasse Story, die ich jemals erlebt habe. Vielleicht ist nicht die allerkrasseste, die ihr jemals erlebt habt, aber für mich sowas Witziges und sowas Dummes auf einmal habe ich noch nie erlebt, dass ein Lehrer so krass fertig gemacht wurde von einer ganzen Klasse. Dass er den Mülleimer auch nicht trifft, ist auch so witzig gewesen. Ihr müsst euch ja auch in unsere Lage versetzen, nicht nur in die des Lehrers, dass er der arme Lehrer ist, der verkackt hat, sondern dass der Lehrer auch verkackt hat, weil er einfach nicht den Mülleimer getroffen hat. Das war einfach so witzig. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und wenn es euch diesmal wirklich gefallen hat, dann frage ich jetzt auch einfach mal nach einem Daumen nach oben, weil diese Geschichte ist wirklich das Highlight von der gesamten Staffel. Und vielleicht könnt ihr da mal einen Daumen hoch geben. Ich werde jetzt auch nicht zu krass betteln oder sowas. Einfach nur, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat, müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt machen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Das ist ja immer die Gegenseite dazu. Ich weiß, viele hassen ja dieses Daumen gebetteln, deshalb mache ich das jetzt auch einfach nicht mehr. Es war eigentlich ziemlich dumm von mir, es jetzt anzusprechen. Aber egal. Mein typischer Satz ist ja eigentlich immer, wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Einfach nur, um die Leute, die ja zu fragen, zu verarschen. Aber diesmal mache ich es einfach selber, weil... Ja, ich das jetzt einfach machen möchte, ist mir jetzt auch einfach egal. Es ist jetzt passiert. Was wollen wir machen? Es ist passiert. Und so beende ich jetzt einfach so einen Kommentar, indem ich einfach sage, es ist passiert. Shit happens. Was soll ich machen? Tut mir leid. So. Ja, okay. Das war die Schulstory. Ich hoffe wirklich, sie hat euch gefallen. Und wenn dem so war, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, denke ich mal. Und ich werde mal sehen, was ich jetzt noch mit der Serie mache, ob ich noch irgendwas Lustiges finde, was ich euch erzählen kann. Oder ob das vielleicht sogar schon eine Staffelfinale war, ich weiß es noch nicht. Ich muss noch mal nachdenken und nochmal in mein Gedächtnis graben, was denn noch so Lustiges passiert ist. Vielleicht mit ein paar Freunden zusammensetzen und nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist. Und ansonsten war es das jetzt endgültig von mir. Das Gameplay endet 42-1, glaube ich. Ich bin mich ganz sicher, ihr seht es halt selber auf dem Scoreboard gleich. Und ansonsten war es das jetzt von mir endgültig. Viel Spaß mit dem Outro. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann, euer Marius. Ciao. Danke, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, damit ich auch ein bisschen Feedback für mein Video bekomme. Ansonsten haben wir auch noch hier weitere Videos, auf die du einfach klicken kannst und du gelangst direkt dorthin. Des Weiteren haben wir auch noch einen Let's Player Channel, auf dem wir jeden Tag ein Video hochladen. Der Link dazu ist in der Beschreibung und eine Facebook-Seite. Wenn du uns dort folgst, bist du immer auf dem neuesten Stand, was Videos und andere Informationen angeht. Das war es jetzt aber auch endgültig von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.